Herr Kümmerling fährt durch die Nacht und sucht nach einer Bleibe, hat seinen Laden zugemacht und will zu seinem Weibe. Ein Schild verkündet, dass hier sei ein Motel und das Zimmer frei. Da wandert unser kleiner Mann und geht nach Zimmer 10. Im Zimmer 9, gleich nebenan, sehen wir das Paulchen gähnen. Paul löscht das Licht, sagt sich, Gute Nacht. Herr Kümmerling wird rege. Er hat ein Bild sich mitgebracht. Es hallen laute Schläge zu Paul hinüber durch die Wand. Der zweifelt an des Herrn Verstand. Die Wand ist wieder aufgerichtet, die Schlafstadt ruht in Frieden. Zum zweiten Mal löscht Paul das Licht. Da horcht. Ihm wird beschieden zur Mitternacht eine Serenade. Der Paul klopft an die Wand. Vor Freude, die des anderen schade, grinst Kümmerling im Nachtgewand. Ein Griff zum Kinn lässt ihn verharren. Er muss ihn noch rasieren. Man sieht ihn in den Spiegel starren. Na, wie kann denn das passieren? Nach diesem kleinen Intermezzo mit Spiegelfechtereien begibt der Knirps ins Bett sich jetzt so und schnarcht sich langsam ein. Wacht nochmal auf und löscht das Licht. Doch weiter schlafen kann er nicht. Es übt der Paul laut das Trompeten, weil er es nötig hat. Herr Kümmerling in seinen Nöten, der schreitet nun zur Tat. Um zu beenden das Gewimmer aus dem verwünschten Blech, betritt er wütend Paulchens Zimmer und nimmt das Mundstück weg. Doch wenn er denkt, das Schluss mit dem Geblase, dann weiß er nichts. Dann ist sein Name Hase. Tja, fragt man sich, wie geht das weiter? So geht es wirklich nicht. Herr Kümmerling erklimmt die Leiter und Paulchen, es gebricht an der hier Nötchen Rücksichtnahme. Es ist ja immerhin gleich zwei und ist Herr Kümmerling auch keine Dame. Die Lärmbelästigung ist geschlechterfrei. Ein Loch gebohrt, den Schlauch hinein. Jetzt wird wohl hier bald Ruhe sein. Es hört nicht auf, der laute Ton. Die Nerven schon vibrieren. Er stapft voll Zorn zur Rezeption, um dort zu reklamieren, dass diese Blaserei ihn stört und er nicht schlafen kann. Herr Groß, dem das Motel gehört, geht mit nach nebenan, das heißt auf Zimmer 9 zu Paul, wo die Trompete rauscht. Der hat inzwischen gar nicht faul die Nummern ausgetauscht. Thank you.
Tief drinnen im Gedankenfache sinnt Kümmerling nur noch auf Rache für das kaputte Radio. Ja, und das Trompeten sowieso. Er nimmt den Schirm vom Lampenfuß, um zu beenden die Verdruss- und lärmverbreitende Musik. Auf einen Affen fällt sein Blick. Auf einen riesigen Gorilla. Der bläst den Blues von Santa Villa. Herr Kümmerling zutiefst erschreckt, sich mit dem Lampenschirm bedeckt, fährt mit dem Auto feldein quer. Der Affe sieht ihm hinterher und muss in dem Moment entdecken, dass er nun dran ist mit Erschrecken. Jetzt bläst doch wirklich ein Gorilla, ganz echt, den Blues von Santa Villa. Es denkt der Paul, das ist ein Ding. Und überholt Herrn Kümmerling.